Ja, wie wir schon gesagt haben, die Ziele decken sich natürlich nicht immer mit dem Gesundheitsaspekt. Ja, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Triple Ironman machen will, dann werde ich halt in Bereiche reingehen müssen von den Trainingsumfängen, wo mein Immunsystem sich vielleicht nicht mehr so freut. Wobei, da muss ich auch sagen, ich halte es halt auch mit dem Spruch, today's efforts make today harder, but today, tomorrow easier. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich um 23 Uhr bei Regen im Herbst draußen laufen gehe, dann verkühle ich mich leicht. Ja? Man kann aber auch sagen, und das ist halt dann wiederum meine Erfahrung, wenn ich regelmäßig was draußen mache, auch bei kühlen Temperaturen, auch bei hohen Temperaturen, auch bei Nässe und so weiter, ist das Immunsystem einfach leistungsfähiger, so wie der Körper auch, und ich stecke die Dinge dann locker weg. Ja, also ich kann dann problemlos nass werden oder auch in der Kälte mal herumstehen. Das Immunsystem ist halt dann gut, einfach gut genug, um damit umzugehen. Insofern kurzfristig würde ich sagen, ja, ist das vielleicht nicht so gescheit, aber langfristig kann man sich schon gewisserweise abhärten. Es ist halt die Frage, was das Ziel ist, ob das dann Sinn macht. Also was wir schon besprochen haben, also die hohen sportlichen Ziele erfordern eben einen Einsatz, der über das Gesundheitsmaß hinausgeht. Ab einem bestimmten Niveau muss man immer alles trainieren. Also sowohl Kraft als auch Ausdauer, als auch Gleichgewicht, Koordination, Beweglichkeit und die Konzentration sowieso. Und dann werden halt die Umfänge sehr hoch, weil auch wenn ich, nehmen wir das Beispiel der Hermann Mayer zum Beispiel. Skifahren, Abfahrt, 2 Minuten Belastung, muss natürlich viel Kraft, viel Schnellkraft und so weiter auch trainieren, für die Kurven einiges aushalten. Aber der braucht natürlich genauso Beweglichkeit, der braucht genauso die Grundlagenausdauer. Der ist jeden Tag im Winter 4 Stunden am Ergometer gesessen, ja, und hat da seine Grundlagenausdauer abgespult. Oder ein Boxer, weil ich das Beispiel Boxen schon vorhin genannt habe. Ja, die Runde ist kurz, aber trotzdem, er braucht diese Grundlage, um die anderen Fähigkeiten auch ausspielen zu können. Ja, um länger Konzentration halten zu können, brauche ich eine gute Grundlagenausdauer. Ja. Insofern, wenn man in Richtung Leistungssport geht, wird halt das Ganze immer höher vom Umfang und ziemlich komplex. Und da spielen halt die Regenerationsphasen dann immer mehr eine Rolle. Und natürlich die Bedeutung der Ernährung nimmt zu. Also wenn ich dreimal in der Woche 1 Stunde trainiere, dann werde ich das wahrscheinlich, wenn ich nicht so auf die Ernährung achte, auch ganz gut rüberbringen. Wenn ich jetzt aber jeden Tag 3, 4 Stunden Training habe, dann wird mein Körper schnell Nein sagen, wenn ich nicht entsprechend Regenerationsphasen habe und wenn ich mich nicht entsprechend gesund ernähre. Da gibt es ja dann sowas, was man die somatische Intelligenz nennt. Also bei einem gewissen Trainingsumfang will dann der Körper, verlangt dann auch eher nach den gesunden Sachen. Das ist dann irgend so eine automatische Geschichte, wo sich das umdreht. Habe ich schon bei vielen Leuten gesehen, wenn die angefangen haben, ordentlich zu trainieren, haben die einfach von selber angefangen, auch gesünder zu essen, weil sie mehr Lust auf diese Dinge gehabt haben. Die Regenerationsfähigkeit natürlich hängt auch wieder von den genetischen Faktoren ab. Und das ist halt etwas, was wir natürlich nicht so beeinflussen können, wobei es gibt auch Studien dazu, die belegen, dass wenn jemand sehr viel trainiert, also auch sein Erbgut verändert und er dann quasi an die nächste Generation eine verbesserte Genstruktur, was den Sport betrifft, weitergibt. Sieht man ja auch ganz oft, wenn man sich das praktisch überlegt, wie viele berühmte Fußballer haben dann auch Söhne oder Töchter, die sehr gut spielen, oder das Gleiche bei den Skifahrerinnen und Skifahrern und so weiter. Also das ist schon, wir haben da schon durch unser Verhalten, erstens mal natürlich die Vorbildfunktion, aber auch genetisch geben wir da ein bisschen was Aufgepepptes von uns weiter, also eine verbesserte Genstruktur, was ich auch ziemlich spannend finde. Ja, was ich auch schon vorhin gesagt habe, in der Regel haben wir halt bestimmte Grundtalente, das erkennt man eh früh, das kann man eh selber feststellen. Der eine
ist besser bei Ballsportart oder kann allgemein gut mit Bällen umgehen. Die andere hat halt eine super Ausdauer oder die nächste ist total schnell, der nächste hat wieder besonders viel Kraft. Und meistens suchen wir uns halt auch die Sportarten so aus, nicht, dass wir uns Sportarten aussuchen, in denen wir auch irgendwie talentiert oder gut sind. Aber natürlich auch selbst unsere Muskelfasern können wir bis zu einem gewissen Prozentsatz umtrainieren. Also wenn uns etwas besonders Spaß macht und wir vielleicht nicht super viel Talent haben, mit harter Arbeit wird es immer besser. Insofern lohnt sich das schon auch. Und letzten Endes ist der Spaß am Sport ja auch etwas ganz Entscheidendes. Ich hoffe, das war informativ für euch und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Dankeschön. Der James sagt auch Baba. James? Ja? Okay. Ciao. War's super.